Guten Morgen, meine lieben Freunde. Wir sind hier bei Living Keramics. Living Keramik ist ein junges Unternehmen, was in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist. Hier zeichnet sich die Fliesen dadurch aus, dass sie sehr, sehr dem Naturstein nahe kommen. Und das Unternehmen hat sich ein sehr zeitloses Konzept überlegt, aber die Fliesen sind trotzdem nicht langweilig. Und ich muss sagen, die Oberflächen sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Wir haben strukturierte Fliesen und im Bereich Holzfliesen sehr besondere Sachen da. Außerdem haben wir hier eine Wand mit verschiedenen Fliesenmuster und das war es auch an Farben. Also es sind sehr zeitlose Farben, das entspricht auch dem Trend 2024. Also hier sieht man so ein Waschbecken, was von der Firma angefertigt worden ist. Und man sieht, dass hier eine sehr, sehr hochwertige Verarbeitung ist. Natürlich wird das Ganze mit einem Wasserstrahl, mit Laser geschnitten. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig. Das Gleiche kann man natürlich auch mit einer Badewanne machen. Und diese Badewanne, sehr, sehr interessant. Es gibt hier keine Schnitte. Also es ist wirklich ein kleiner Rahmen. Könnt ihr sehen, wie krass diese Verarbeitung ist. Das hier sind wieder Fliesen, die man sehr, sehr oft im Baumarkt oder woanders findet. Durch dieses Muster, durch diese Strukturierung ist es natürlich ein Trend, aber da unterscheiden sich wieder die unterschiedlichen Händler, indem man hier sieht, die Oberfläche ist eine ganz andere. Man sieht hier Poren und es ist ein sehr, sehr starker Natursteinimitat. Auch sehr interessant zu sehen, eine ganz besondere Technik der Firma Livings. Diese Fliesen sind 6 mm, aber haben eine Toleranz, dass man die auch biegen kann oder um Rundungen kommen kann. Also hier sind dann unsere Strukturfliesen, sehr, sehr besonders, sehr zeitlos. Das besonders Schöne hier ist die Offenheit im Showroom, dass man ins Lager reinschauen kann. Ich finde, das ist sehr transparent von der Firma und man sieht auch den Umgang mit der Ware. Hier sieht man wieder sehr gängige Fliesen, die wirklich eine schöne Struktur haben. Dieser Raum hat mich ganz besonders gecatcht, weil da sind Fliesen, die jetzt bald auf den Markt kommen, mit besonderen Technologien. Wir haben hier wieder strukturierte Fliesen, aber mit einer Optik wie Naturstein. So, dann haben wir hier wieder Fliesen mit 3D-Optik. So, und dann ist hier wieder eine Besonderheit, nämlich, das ist matt, aber trotzdem glänzend und hat leichte Wellen drin und kommt dem Naturstein sehr, sehr ähnlich. Dann haben wir hier die Holzfliesen. Holzfliesen sind natürlich die letzten Jahre extrem in den Trend gekommen.
Es wird auch sehr oft wieder gerne im Bad verwendet. Und ich finde, bei diesen Fliesen hier hast du wirklich eine sehr, sehr besondere Struktur. Das hier ist ein Modell, was noch nicht auf dem Markt ist. Die Firma arbeitet das gerade aus, aber das sind schon mal Musterstücke. Hier haben wir Full-Body-Fliesen und der Einsatzbereich Tische, Arbeitsküchenplatten, Waschbecken, auch sehr, sehr besonders und sieht aus wie ein Naturstein. Auch sehr interessant für die Zuschauer, die sich mit Wasserstrahl nicht auskennen. Die Fliesen können in allen diesen Formen geschnitten werden. Hier sieht man Gehrungsschnitt, das heißt, das Ganze stabilisiert. Man kann ausfräsen. Man kann hier beispielsweise für Treppen eine nicht rutschige Fläche schaffen. Und genau, Jollies für Sockel, für Platten. Also sehr, sehr interessant, was die Firma alles an Dienstleistungen einem anbietet. So, Freunde, an der Stelle bedanken wir uns an David für die Einladung, für seine Gastfreundlichkeit und hoffen, dass wir mit Deutschland und Spanien ein Business im Fliesengeschäft starten können. Willst du noch mal uns erklären, was die Besonderheit an den spanischen Fliesen sind? Also ich glaube, Spanien im Bereich Fliesen bedeutet Innovation mit Liebe gemacht. Also das kann ich auch 100% bestätigen. Ich war auch sehr überrascht und freue mich auf jeden Fall, dich öfters jetzt besuchen zu kommen. Perfekt, ich habe mich Dank, gefreut und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Machen in wir. Deutschland und auch noch mal in Spanien. Dankeschön. Bitteschön.